Ja, und dort in Burkina Faso, in der Hauptstadt Ouagadougou, steht jetzt mein Kollege Theo Koll. Theo, Schwerpunkt der Außenpolitik von Angela Merkel, so wird es immer mehr vermittelt, ist ja Afrika. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt geworden, muss man sagen, für die Kanzlerin. Nicht zuletzt natürlich durch die Flüchtlingskrise, denn die Sahelzone hier ist dadurch wichtig, dass sie Transitzone ist. Das heißt, viele der Flüchtlinge kommen durch diese Länder und deswegen hat man erkannt, dass hier stabilisiert werden muss. Und zudem ist natürlich die Terrorgefahr in diesen Ländern besonders groß geworden und auch das ist ein ganz wichtiges Thema dieser Reise geworden. Angela Merkel als Bundeskanzlerin, was kann sie tun? Was kann Deutschland tun? Wie wichtig ist der Beitrag der Deutschen in dieser Region? Nun, der europäische Beitrag ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Es gab hier gestern Abend ein Treffen mit den G5-Präsidenten. Das sind 5 Länder der Sahelzone, die sich zusammengeschlossen haben. Und sie haben sehr deutlich gemacht, wie groß die Terrorgefahr hier ist. Der Terror greift um sich. Weite Teile der Länder sind nicht mehr unter staatlicher Kontrolle. Mit den Konsequenzen, beispielsweise, dass 500 Schulen in Mali schon geschlossen wurden aus Sicherheitsgründen. Und was das bedeutet in einem Land, in dem im Grunde jeden Tag eine neue Schule geöffnet werden müsste, weil der Bevölkerungszuwachs so groß ist. Der Durchschnitt sind 6 bis 7 Kinder für eine malische Frau. Das heißt, man muss im Grunde hier besonders helfen, dass die Bildung sich verbessert, dass die sozialen Bedingungen sich verbessern. Die Präsidenten haben gestern klargemacht, dass sie 15 bis 20% ihres ganzen Staatshaushaltes mittlerweile für Sicherheit ausgeben müssen, um diesen Terror zu bekämpfen. Und insofern ist ganz klar, da wird Geld gebraucht, um dann auch die anderen Aufgaben des Staates erfüllen zu können. Jetzt reisen Sie ja mit der Bundeskanzlerin weiter nach Mali. Dort bilden deutsche Soldaten im Rahmen einer EU-Mission malische Soldaten aus. Ist das so ein Weg, den man auch gehen kann? Ist das ein richtiger Weg? Das ist sicher ein richtiger Weg, aber offensichtlich nicht genug. Die Präsidenten haben gestern sehr deutlich gemacht, dass sie sich ein sogenanntes robustes UN-Mandat wünschen. Sie sagen, wir brauchen einfach stärkeren Militäreinsatz. Die Franzosen sind hier mit mehreren tausend Soldaten in Mali stationiert, die offensichtlich Kampftruppen sind und auch hier die Terroristen bekämpfen. Aber die Blauhelm-Mission reicht den hiesigen Chefs der Sahelzone nicht aus. Sie sagen, wir brauchen ein robustes Mandat. Es wurde aber gestern auch relativ deutlich, dass das nicht zustande kommen wird, weil die USA das nicht wünschen. Die Kanzlerin selber hat gesagt, wir in Europa, wir müssen uns beeilen, wir müssen schneller werden, denn das Problem verschärft sich durch die Situation in Libyen. Die Länder grenzen ja überwiegend auch an diesen Staat, der im Moment zerfällt, wo unterschiedliche Kräfte gegeneinander arbeiten. Und von dort kommt Terror, kommen Waffen in die Länder. Und sie wünschen sich eine militärische Unterstützung im Kampf auch gegen diesen Terror, der aus Libyen kommt. Militärische Unterstützung, kann man da auch dann so weit gehen, dass man auch Waffen dorthin liefern würde, wie man es ja auch in andere Länder schon getan hat? Wäre das eine Form der Hilfe? Das wäre sicherlich eine Hilfe, die hier gewünscht wird und dringend erbeten ist. Für die Bundesregierung kommt das natürlich nicht in Frage, einfach aufgrund der Beschränkungen auch in der Koalition. Wir liefern keine Waffen in die Zone, aber man hat hier relativ klar gemacht, es gibt hier eine gewisse Arbeitsteilung. Also die Franzosen haben da sehr viel weniger Zurückhaltung. Und das ist auch etwas, was die Staatschefs hier dringend wünschen. Sie sagen, wir müssen dem Terror, der sich immer weiter ausbreitet, hier auch militärisch Paroli bieten können. Und dafür brauchen sie Waffen. Ja, mein Kollege Theo Koll war das, der die Kanzlerin auf ihrer Afrika-Reise begleitet. Ganz herzlichen Dank.